Klaas stellt die nächste Generation der Lexion-Mähdrescher vor. Damit hat der Hersteller in den letzten 3 Jahren sein komplettes Mähdrescher-Programm erneuert. Es gibt jetzt 2 Baureihen. Die 600er Baureihe besteht aus 4 6-Schüttler und 2 5-Schüttler Maschinen. Die 4 Modelle der 700er Baureihe arbeiten mit dem bekannten Hybrid-Dreschwerk. Am Dreschwerk selbst hat Klaas nichts verändert. Vielmehr sind die Maschinen intelligenter und komfortabler geworden, damit der Fahrer die installierte Druschleistung besser ausnutzen kann. Wir haben uns mit Jens Brohr, zuständig für das Produktmarketing Mähdrescher, die Neuerungen im Detail angesehen. Unsere neue Lexion-Serie ist komplett überarbeitet worden. Um einige Beispiele zu nennen, wir haben eine komplett neue Kabine, wir haben eine komplett neue Elektronik, eine neue Hydraulik, wir haben zudem einen größeren Korntank in unseren Schüttlermaschinen, wir haben eine gesteigerte Entleerleistung und wir haben ein neues Terratrakt zu bieten. Und diese Dinge schauen wir uns jetzt im Detail an. Wir befinden uns jetzt hier in der neuen Kabine und wir stellen gleich fest, die Kabine hat sich insgesamt vergrößert. Das heißt, die Kabine ist um 150 mm in der Tiefe vergrößert worden. Wir sehen hier auf der rechten Seite unser CeBIS. Unser CeBIS ist auch komplett erneuert worden. Und oben hier den 2. Monitor, unser CeBIS Mobile. Mit dem CeBIS Mobile sind wir in der Lage, zum einen unseren GPS-Pilot zu steuern und zum anderen unser CMOS, das Klaas elektronische Maschinenoptimierungssystem. Wir haben eine komplett neue Bedienung des CeBIS. Wir sehen hier 2 Drehschalter. Zum einen den CeBIS-Drehschalter. Hier können wir die Maschineneinstellung vornehmen, wie hier zu sehen zum Beispiel das Obersieb. Mit dem Hotkey-Drehschalter können wir während der Ernte, während der Arbeit in das Menü gehen, um weitere Funktionen zu verstellen, wie jetzt hier zu sehen zum Beispiel die Stellung des Radialverteilers. Das Elektroniksystem in unserem neuen Lexion ist komplett überarbeitet worden und wir finden hier unten rechts in der Kabine die Zentralelektrik. Hier ist sie sicher vor Staub und Schmutz in der Kabine untergebracht. Hier rechts in der Kabine sehen wir das Sichtfenster in die Überkehr. Dadurch hat der Kunde einen perfekten Blick in die Überkehr und kann die Zusammensetzung in der Überkehr beurteilen. Ich befinde mich hier auf dem neuen Fahrersitz. Der Fahrersitz ist mit einer aktiven Klimakontrolle ausgestattet. Das heißt, die Körperwärme wird durch einen Ventilator in den Sitz gezogen und hinten aus dem Sitz hinausgepustet. Des Weiteren finden wir hier den Beifahrersitz. Der Kunde hat die Möglichkeit, hier in dem 38 Liter großen Kühlfach seine Getränke und seine Nahrungsmittel zu kühlen. Außerdem hat er die Möglichkeit, die Rückenlehne zurückzuklappen und hier diese Fläche als Frühstückstisch oder als Ablagefläche zu nutzen. Wir sehen hier nun die neue Kornprobenentnahme. Hier hat der Kunde die Möglichkeit, eine schnelle Kornprobe zu entnehmen durch den integrierten Messbecher. Wir sehen hier nun unsere neuen Seitenklappen. Die Seitenklappen bestehen aus einer Aluminium-Sandwich-Konstruktion, sind sehr einfach zu öffnen. Und durch diese neue Konstruktion haben wir natürlich Gewicht gespart, dementsprechend auch Gewicht an der gesamten Maschine. Und der Kunde hat die Möglichkeit, einfach alle Wartungspunkte hier zu erreichen. Wir befinden uns jetzt hier oben auf der Maschine. Die komplette Arbeitshydraulik an unseren neuen Lexion-Modellen ist überarbeitet worden. Wir arbeiten jetzt mit einem Druck von 200 Bar und haben das Fördervolumen nochmal gesteigert auf 120 Liter pro Minute. Wir haben dadurch eine höhere Hubkraft am Schneidwerk. Die Hubkraft ist um 10% gesteigert worden und der Rechts-Links-Ausgleich, sprich die Schneidwerksführung, ist um 50% erhöht worden. Des Weiteren haben wir eine verbesserte Funktion der Montana-Steuerung, sprich der Steuerung unserer Hangmaschinen. Das Montana-Fahrwerk gleicht Seitenneigungen bis 17% und Längsneigungen bis 6% aus. Damit lassen sich auch am Hang hohe Druschleistungen erzielen.
Hier unser neues Terratrak-Raupenlaufwerk. Die Besonderheit an diesem Terratrak-Laufwerk ist die Federung. Das heißt, alle Komponenten sind unabhängig gefedert. Zum einen das Triebrad, Laufrad und die beiden kleinen Stützrollen. Mit diesem neuen Raupenlaufwerk zeigte sich der Lexion erstaunlich fahrstabil auf der Straße. Beim Lexion 750 ist damit eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern möglich. Dabei hat die Maschine eine Außenbreite von nur 3,30 Meter. Neuheiten gibt es auch im Bereich der Schneidwerke. Wir sehen hier nun den Antrieb des Schneidwerks. Letztes Jahr haben wir bereits das Vario 1200 vorgestellt mit dem entsprechenden synchronen Getriebeantrieb. Dieser Antrieb ist jetzt auch in das Vario 10,50 Meter gewandert. Die geteilte Haspel und die mittig gelagerte Einzugsschnecke sollen eine hohe Stabilität gewährleisten. Wir sehen jetzt hier nun das MaxFlow Schneidwerk, auch eine Neuheit. Das MaxFlow arbeitet mit einer Breite von 12 Metern. Die Besonderheit beim MaxFlow, das gesamte Material wird durch zwei Transportbänder zur Mitte des Schneidwerks geführt und hier durch diese Kurvenbahn entsprechend der Einzugsschnecke und dann dem Einzugskanal zugeführt. Wir sehen hier das neue MaxFlex Schneidwerk. Dieses Schneidwerk ist in einer Breite von 12 und in einer Breite von 10,50 Meter erhältlich. Die Besonderheit hier am MaxFlex Schneidwerk ist der flexible Messerbalken. Der Messerbalken ist bis zu 180 mm flexibel. Zur nächsten Saison sollen die neuen Hochleistungsmähdrescher verfügbar sein. Einen ausführlichen Bericht zu den neuen Lexion-Mähdreschern finden Sie in der Ausgabe 17/2010 des Fortschrittlichen Landwirts.